Rockstar Games rief jüngst an einem Creator Weekend dazu auf, den GTA Online Content Creator dafür zu nutzen, Rennen und Deathmatches zu gestalten. Als Belohnung für besonders tolle User-Kreationen winkte den fleißigen Bastern 1 Million GTA Online-Dollar und das Rockstar-Geprüft-Prädikat. 10 User-Jobs wurden nun ausgewählt und das folgende Video präsentiert die neuen Rockstar-verifizierten Action-Spielpilze. Drehen und Wenden. Die malerische Landschaft von Blaine County bildet die Grundlage für ein packendes Punkt-zu-Punkt-Rennen. Am Galileo-Observatorium gelegen, geht es durch enge Kurven Richtung Ziel. Anspruchsvoll und spaßig zugleich. Funkeln in deinen Augen. Ein Tribut an die legendäre Rennstrecke Funkeln in deinen Augen aus GTA 4. Tipp: Angeschalteter Verkehr sorgt für Herzklopfmomente à la Burnout. Monaco GP trifft GTA. Leere Straßen, Strecke direkt am Wasser, Haarnadelkurve und 2 Schikanen. Eine Rennstrecke ganz wie die in Monaco. Casal dos Ferros Rennen. Neue Features, Tricks oder Extras gibt es hier nicht. Dafür aber die Notwendigkeit von Timing, Aufmerksamkeit und fahrerischen Künsten, um am Del Perro Pier als erstes durch Ziel zu fahren. Gekreuzter Wahnsinn. Eine wahrhaft wahnsinnige Innenstadtstrecke. Der Grund dafür? Die Streckenabschnitte treffen sich alle auf der Kreuzung mit 4 Sprungrampen. Sind mehrere Rennteilnehmer unterwegs, kommt es auf dieser Kreuzung zu einem folgenreichen Treffen in die Luft. Wer über der Kreuzung zusammenkracht, explodiert. Denn unter der Kreuzung stehen Gastanks, die Unfallopfer endgültig bestrafen. Krastenburg Driftrennen. Verschlungene Rennen rund um Parkplätze am International Airport. Fröhlich feuchter Tipp: Regen aktivieren, so driftet man geschmeidiger um die Fässer und Container. Laguna Seca lebt. Detailverliebte Regenkarnation der berühmten Strecke im Süden Kaliforniens. Lange Haarnadelkurven, lange Geraden, euer ganzes fahrerisches Können wird hier auf die Probe gestellt. Terrys Lieblingsort. Der Schauplatz dieses Deathmatchs ist eine Gebäudeansammlung rund um einen kleinen Flugzeughangar in Blaine County. Der Deathmatch-Ersteller hat Buswracks clever aufgestellt und so eine dynamische Levelkulisse gebildet. Viele Möglichkeiten in Deckung zu gehen und Sturmschrotflinten, welche auf der ganzen Karte verteilt sind. Paradiesische Zustände. Deathmatch rund um die Lagerhäuser am Del Perro Pier. Camper haben hier kaum eine Chance, denn Einstiegspunkte sind überall wild verteilt. Tipp: Auf das Lagerhaus rauf und frisch gespawnte Gegner unter Beschuss nehmen. Die Baustelle nebenan. Das Stadtgebiet: Winewood Hills. Der Schauplatz: Baustelle. Die Story: Die Kluft zwischen Arm und Reich zündete einen Funken und dieser entfachte explosive Feuergefechte. Tipp: Scharfschützengewehr mit aufs Dach nehmen oder Minigun suchen. Das waren sie also, die 10 prämierten und nun von Rockstar Games verifizierten Userjobs. Wenn ihr nun selbst Lust bekommen habt, legt los! Der GTA Online Content Creator ist für jeden GTA Online Spieler verfügbar. Viel Spaß beim Basteln!